Rückspiel im UEFA Champions League Viertelfinale. Heute geht es um viel für diese beiden Mannschaften. Wolf Fuß und Frank Buschmann führen sie durch diese Begegnung, der hier wirklich alle seit Tagen entgegenfiebert. Und in der heutigen Partie heißt es FC Barcelona gegen Trabzonspor. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Suarez! Suarez! Oh, da hat nicht viel gefehlt. Alenia. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Suarez. Vidal. Ballverlust. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Sergio Roberto. Luis Suarez. Tolisso. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Was erwartest du in diesem Spiel von Alexander? Auf ihn müssen sie besonders aufpassen. Er ist richtig stark im Abschluss. Yilmaz! Da schießt er den Ball knapp übers Tor. Der Ball geht weit raus auf Messi. Suarez. Coutinho! Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Da kommt der Pass auf außen. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und jetzt der Schuss. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Tolisso. Und nun Jordi Alba. Jordi Alba jetzt. Jetzt Coutinho. Vidal. Pjanic. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Umtiti. Klasse Pass. Wie macht er den denn rein? Und auch nach dem Treffer ist der Weg noch weit. Zwei weitere Tore fehlen. Wenn wir das Hinspielresultat mit einrechnen, liegen sie zurück, Buschi. Aber vielleicht geht ja hier noch was. Sie haben noch Zeit. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nun Pjanic. Tolisso. Suarez. Und Suarez. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Und Hunter. Alenia. Tyrell Malacia. Sauber vom Ball getrennt hier. Das macht der Torhüter gut. Er kann erklären. Und Hunter. Den spielt er versucht. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Er versucht mit dem Heber. Und jetzt die Chance. Noch die Chance da. Da muss er flanken. Yilmaz. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel.
kein guter Pass. Schuss! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Messi. Pjanic. Arturo Vidal. Luis Suarez jetzt. Und nun Messi. Suarez. Messi muss es machen. Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Wird das eine Torchance? Yilmaz. Und Tor. Und jetzt muss es schnell gehen. Noch ein Tor, dann packen sie das mal. Buschi, gib uns mal schnell ein Update. Was hat sich durch diesen Treffer getan? Ja, Wolf, beide Teams liegen gleich auf, wenn man Hin- und Rückspiel addiert. Knapper geht's nicht. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Vidal. Tolisso. Nun Vidal. Nun Coutinho. Jordi Alba. Coutinho. Luis Suarez am Ball. Jetzt Jordi Alba. Umtiti. Tolisso. Und Pjanic. Vidal. Suarez! Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Der Schuss von Suarez. Es gibt Ecke für Barcelona. Jetzt der Eckball. Tolisso! Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, der war wirklich gut. Jetzt ist Platz für den Konter. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Die Mitspieler bieten sich an. Jetzt vielleicht. Ein unfassbares Tor. Und mit dem Tor sieht es richtig gut aus. Aber klar, sie dürfen sich keine Fehler erlauben. Noch ist das Ding nicht durch. Also, dass sie hier so stark auftreten, damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, sie machen das gut. Wir sehen ja gerade das Tor hier. Sonst gab es ja schon einige gute Möglichkeiten. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Luis Suarez. Coutinho. Sauber vom Ball getrennt hier. Messi, Riesenchance. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verscheckt. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Suarez. Vidal fängt diesen Ball ab. Ja, da müssen sie aufpassen. Und Barcelona hat den Ball. Lionel Messi. Da steht die Abwehr sicher. Gute Möglichkeit. Suarez jetzt. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Jetzt der Schuss von Messi. Coutinho. Diesen Alu-Treffer müssen sie jetzt abhaken. Der Chance dürfen sie nicht weiter nachtrauern. Das Halbfinale winkt. Zur Halbzeit haben sie hier die Nase vorn in diesem Viertelfinalrückspiel. Und ich glaube, sie könnten das schaffen. Der Gegner wird jetzt zwar kommen, aber das gibt ihnen natürlich Konterchancen. Und damit sind wir wieder drin in dieser Partie. In diesem Wolf-Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League, das bisher wirklich einiges zu bieten hatte. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Yilmaz. Gefährlich, den hätte er besser abgespielt. Der Schuss war keine Gefahr.
Und Hunter. Jetzt die Flanke. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Gut aufgepasst vom Verteidiger. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Zwei Tore hat er heute schon bejubeln dürfen. Es riecht nach einem Erfolg, würde ich sagen. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Vidal! Und auch den hält er. Klasse Leistung vom Keeper. Früh wird er jetzt gestört. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Jetzt Vidal. Zurück auf Messi. Pjanic. Gleich bringt er die Ecke rein. Trabzonspor mit dem Wechsel. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Ecke Coutinho. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Ja, Messi! Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Schwache Aktion, Ballverlust. Ja, gibt Ecke. So, der Wechsel also jetzt. Ernesto Valverde bringt einen frischen Mann. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Die Ecke kommt. Kopfball, aber nicht drin. Gut vom Torwart. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Und jetzt ein Schuss. Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Sehr gut aufgepasst. Den spielt er wieder zurück. Pjanic. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Messi jetzt. Suarez. Suarez jetzt. Ecke, das wäre natürlich jetzt die Chance. Aktuell viel Druck. Die Fans feuern sie an. Vielleicht machen sie ja was aus dieser Ecke. Jetzt Eckball. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Jetzt Barca am Ball. Es gibt Einwurf. Tolisso. Nun Coutinho. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Jetzt Pjanic. Tolisso. Schwacher Abschluss. Überhaupt nicht gefährlich. Da kann er ihn stoppen. Tolisso. Den setzt er zu hoch an. Der geht rüber. Das ist jetzt seine Chance. Tja, Abwehr ist wieder da. Das war's mit dem Konter. Da waren sie zu langsam. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Lionel Messi. Der Schuss von Suarez. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Luis Suarez. Coutinho mit der Riesenchance. Er hält heute alles und das gibt natürlich auch den Vorderleuten nochmal zusätzliche Sicherheit. Sie wissen nämlich, Suarez, den muss er machen. Der Ball geht an die Latte. Nicht der Treffer. Torwart hat schon geschlagen. Schwache Aktion, den muss er machen. Das wird ihn ärgern. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen.
So, der Wechsel also jetzt. Ernesto Valverde bringt einen frischen Mann. Ja, so ist es. Lionel Messi wird das Spiel verlassen. Guter Ball nach draußen. Suarez. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Und jetzt ein Schuss. Und das Tor. Und mit dem Tor sieht es jetzt doch nach Verlängerung aus. Ein enges Tor. Durch dieses Tor ist das Hinspiel ausgeglichen. Zwei Teams auf Augenhöhe, das zeigt auch der Spielstand über beide Duelle. Das könnte noch ganz dramatisch werden. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Klasse Pass. Hereingabe jetzt. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Da wäre jetzt Platz für Barcelona. Und da ist der Ball wieder weg. Luis Suarez. Malcolm. Zurück zu Suarez mit der Chance. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Erstmal raus, aber das könnte gleich wieder Gefahr bringen. Und Hunter. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und es gibt Ecke, gute Chance nochmal. Eine kurze Ecke. Die Chance. Von dort zu schießen war, bei aller Vorsicht, vielleicht nicht die beste Option. Auf jeden Fall kein Problem, den Ball abzuwehren. Und das ist der Ballverlust. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Da kann er sich den Ball holen. Hunter. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Tolisso. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Und jetzt Coutinho. Luis Suarez. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Umtiti. Jetzt gibt es die Sonderschicht für die Spieler. Wir gehen in die Verlängerung. Die Trainer haben die letzten Anweisungen gegeben und beide Teams sind zurück. Jetzt gilt es. Wir starten in die Verlängerung. Den Ball hat er ganz souverän. Toller Pass. Da ist Platz. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Tolisso. Nun Pjanic. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Pass zurück zum Torhüter. Barca jetzt in der Offensive. Und er schießt. Den setzt er zu hoch an, der geht rüber. Pjanic. Super Pass. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Macht er ihn. Den hält er völlig ohne Probleme. Sauber vom Ball getrennt hier. Tolisso.
Der Ball geht deutlich neben das Tor. Tyrell Malacia. Klasse Pass. Weg ist der Ball. Coutinho. Tolisso. Jetzt Coutinho. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Schöne Aktion. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Gibt die gelbe Karte für dieses Foul und jetzt müssen wir aufpassen. Gute Position für den Freistoß, das könnte was werden. Freistoß jetzt, vielleicht ist das die Chance. Und er führt schnell aus. Der geht nicht rein. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Also das war natürlich eine tolle Parade. Da musst du erstmal rankommen. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Ein fantastischer Treffer. Jetzt liegen sie also vorne. Aber das werden heiße letzte Minuten. Ein Gegentor und das war's. Schade, da war er noch dran. Konnte aber das Tor nicht verhindern. 3:2 also. Da ist alles drin. Die zweite Hälfte der Verlängerung steht an. Ich bin gespannt, welches Team hier noch die letzten Kräfte mobilisiert. Und nochmal 15 Minuten. Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Jordi Alba jetzt am Ball. Tolisso. Und nun Jordi Alba. Auf außen ist jetzt Platz. Da kommt die Flanke. Keine gute Flanke. Spiel geht mit Einwurf weiter. Barca mit dem Einwurf. Jordi Alba. Tolisso. Jetzt Jordi Alba. Coutinho am Ball. Jordi Alba am Ball. Maradona. So, das ist abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Wir belegen das mit der Zeitlupe. Das Gespann hat es sofort gesehen. Alex Hunter. Jetzt wird's gefährlich. Kein Problem für den Torhüter. 8 Minuten haben sie hier noch Zeit in der Verlängerung. Da verlieren sie den Ball. Und 7 Minuten sind es hier noch. Jetzt Pjanic. Schuss! Der Schuss war Pjanic, das muss es sein. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Toller Pass. Steil gespielt. Da kommt die Hereingabe. Flanke bleibt hängen. So, jetzt Barca am Ball. Malcolm.
Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. 2 Minuten werden nachgespielt. Malcolm. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Sie kommen über den Flügel. Super Pass jetzt. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Das ist also das Aus. Im Viertelfinale ist Schluss. Es wäre durchaus mehr drin gewesen, aber wenn wir Hinspiel und Rückspiel zusammen addieren, dann waren sie insgesamt schon das schwächere Team.